Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal barcrafts.com. Es wird wieder Zeit für ein paar Stahlkästen, die durch die Botanik rattern, also unsere Raubkatzen. Das ist ja immer sehr interessant, was es da so gibt an Informationen, Gefechtsberichten, Kampfberichten, Tagebuchaufzeichnungen und so weiter. Heute habe ich für euch Folgendes, also der Titel ist ja schon Tiger im Kampf und dann auch 1943. Also es geht tatsächlich hier um das Unternehmen Zitadelle, also die Schlacht am Kursker Bogen, die zwischen dem 5. und dem 16. Juli 1943 in Russland stattgefunden hat. Hier ist nochmal eine Karte. Da könnt ihr mal reinschauen, wo sich das ungefähr abgespielt hat und auch, wie man diesen Kursker Bogen tatsächlich als Bogen erkennen kann. So, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Also, es geht hier um den Tiger natürlich. Es geht hier um die schwere Panzerabteilung 503. Und die von euch, die sich ein bisschen auskennen, werden es wissen. Natürlich, in der schweren Panzerabteilung 503 während der Schlacht am Kursker Bogen war auch Kurt Knispel. Und dieser Gefechtsbericht geht quasi um Kurt Knispel, der als Richtschütze in einem Tigerpanzer dort an der Schlacht teilgenommen hat. Also es geht hier tatsächlich auch um diesen Angriffsstreifen und auch was nachher mit dieser Offensive passiert ist und so weiter. Das trage ich einfach mal vor und am Ende werdet ihr sehen, das ist mal wieder super interessant, was dort passiert ist. Ja, und da will ich auch gar nicht so viel drüber jetzt noch reden, sondern wir steigen einfach mal ein in diesen Gefechtsbericht und begeben uns mal in den Kampfraum eines Tigerpanzers, was die Besatzung dort erlebt hat. Die Sternstunden von Kurt Knispel. Am 14. April 1943 wurde die Kompanie unter Oberleutnant Oehmler auf Eisenbahnwagen verladen. Der erste Stopp dieser Fahrt war Bugdorf, 60 Kilometer südlich von Charkow. Kurt Knispel war als Richtschütze bei Unteroffizier Rippel eingestiegen. Die Kompanie wurde arg gebeutelt, als sie nicht weniger als 5 Stabsfeldwebel verlor, keinen davon in einer Kampfsituation. Diese Mütter der Kompanie wurden durch den Stabsfunkmeister Neger ersetzt. Die erste Kompanie setzte sich aus 3 Zügen zusammen, von denen jeder mit 4 Tigern ausgestattet war. Der Panzer des Kompaniechefs trug die Nummer 100, später 101. Hauptmann Burmeister führte sie nach dem Ausscheiden von Oberleutnant Oehmler, der die Kompanie verließ und die Aufgabe übernahm, neue Panzerbesatzungen am Tiger auszubilden. Nach einigen guten Tagen in Charkow wurde ein Angriff in Richtung Tschugajew-Donezk befohlen. Um den besten Weg zu finden, war die Kompanie mit Luftaufnahmen ausgestattet worden, die die Bunkerstellung sichtbar machten. Dies war die Chance, die zu bekämpfenden Ziele auch exakt auszumachen. Jeder der eigenen Panzer erhielt seine persönlichen Ziele zugewiesen mit dem Hinweis, wo sich die Sektoren der eigenen Infanterie befanden. Feldwebel Rippels Panzer hatte bei dieser neuen Art des gezielten Angriffs die besten Erfolge. Kein Wunder, hinter seiner Kanone saß Kurt Knispel, der eine Erfolgsbilanz aufweisen konnte, von denen die anderen Richtschützen als erfahrene Männer nur träumen konnten. Feldwebel Rippel und Knispel kannten sich seit langer Zeit und verspannten sich ohne viel Worte. Sie ergänzten einander auf das Vortrefflichste. Beide kamen von der Panzerausbildungsschule in Sagan. Eine vorausgehende Übung mit dieser neuen Zielfindung war vorher im Beisein einiger hoher japanischer Offiziere und einem General gestartet worden. Der hohe Grad an Realität sicherte beste Kampfbedingungen. Bei dieser Übung wurde der aufeinander abgestimmte Einsatz einer Stuka-Staffel mit den Tigern, die im vordersten Bereich eingesetzt waren, geprobt. Alles verlief gut. Einige Tage vorher, Zitadelle sollte nun endlich starten, erschien bei der Abteilung der neue Kommandeur Hauptmann Clemens Heinrich Graf von Kageneck, der diese neue Abteilung durch eine sehr erfolgreiche Zeit führen sollte. Er und seine erfolgreichen Nachfolger Major Fromme und Hauptmann Dr. von Diest-Körber waren die typischen Kampfkommandanten. Die 3 Kompanien waren verschiedenen Divisionen unterstellt worden. Die Tiger der 1. Kompanie wurden in diesem Angriff dazu ausersehen, die Flanke der 7. Panzerdivision zu sichern, die als Teile der Armeeabteilung Kempf
an der Südflanke der Operation den hervorstehenden russischen Abschnitt nahe Kursk zerstören und die Feindtruppen vor der Front auf ungefähr 200 Kilometer Breite überwinden sollte. Am frühen Morgen des 5. Juli wurde die Kompanie in Marsch gesetzt. Die Brücke über den Donez, die sie erreichten, stand unter schwerem russischen Artilleriefeuer und es war nicht vor dem Nachmittag möglich, die Brücke zu überqueren. Als sie die Brücke überquert hatten und die feindlichen Panzerabwehrstellungen ausgeschaltet hatten, gelang es ihnen, in die offene Flanke des Feindes hineinzustoßen. Dieser Angriff stieß in einen wilden Strudel der Ereignisse hinein. Die Rote Armee hatte selber starke Angriffsgruppen zusammengezogen. Während noch im Süden die Angreifergruppen mit Erfolg kämpften, wurde an höchster Stelle die Einstellung des Angriffs, weil die Alliierten inzwischen in Sizilien gelandet waren, befohlen. Trotz aller Beschwörungen durch Generalfeldmarschall von Manstein, dass immer noch ein Unentschieden herausgeholt werden könne, beharrte der Oberbefehlshaber der Wehrmacht auf die Durchführung seiner Befehle. Als die erste Kompanie, Schwere Panzerabteilung 503, ihren dritten Angriff fuhr, waren von ihren 12 Tigern noch ganze 4 Tiger einsatzbereit. Im Vorrollen bereits wurde die Panzerbesatzung des Kompaniechefs während einer Vormarschpause von einer russischen Artilleriegranate getroffen. Vogel und Lochmann wurden verwundet zum Hauptverbandsplatz zurückgeschafft, um später mit einem Lazarettzug abtransportiert zu werden. Sie hatten jedoch keine Lust, die Front zu verlassen, und kam nach wenigen Tagen wieder zur Kompanie zurück. Der erste Feindpanzer, der dem Richtschützen Knispel vor die Optik geriet, wurde frontal getroffen und blieb liegen. Im Vorwärtsrollen passierte die übrige Kompanie einige Dörfer und stieß 40 Kilometer weit in Feindgebiet hinein. Der Panzer von Rippel und Rubel geführt, sie wurden Max und Moritz genannt, rollten seitlich nebeneinander vor. Am vierten Tag der Offensive war die große Stunde Knispels gekommen. In 4 schnellen Rochaden vernichtete er 4 Feindpanzer und im Nachsetzen und um Kurven einer Waldbürste sah sich Knispel 2 weiteren T-34 gegenüber. Noch ehe diese ihn wahrgenommen hatten, wurde der erste von einer Panzergranate aus Knispels Kanone getroffen. Das Rohr des zweiten T-34 drehte auf Knispel ein, doch noch hatte der Russe den Tiger nicht erfasst. Als die Panzerkanone Knispels bereits ein zweites Mal losbrüllte und auch dieser Panzer mit einem Schuss außer Gefecht setzte. Ein siebter T-34 rollte aus einer flachen Senke empor. Als er mit dem Turm herauskam, traf ihn eine weitere Granate aus Knispels Panzer tödlich. 7 auf einen Streich, meldet der Funker. Diese 7 Erfolge wurden von 2 weiteren eigenen Panzern, die sich mit einigen Feindpack herumschlugen, bestätigt. 2 dieser T-34 waren auf Distanzen von 2000 und 2400 Meter abgeschossen worden. Das Resultat dieses Erfolges war, dass der Tiger jedem anderen Panzer überlegen war und diesen vernichten konnte. Anschließend brachte Knispel noch einige abgeschossene Besatzungen in Sicherheit, ehe er zum Auftanken und Aufmunitionieren zurückrollte. Jeder Tag brachte neue Überraschungen und Erfolge für Rippel und seine Mannschaft. Bei schnellen Vorstößen durch vom Feind besetzte Ortschaften, wo feindliche Panzer und Pack sie erwarteten, wurde Knispel zum ungekrönten König der Richtschützen. Knispel erkannte für sich, dass er mit dieser Waffe schlicht unschlagbar war. Mehrmals mussten sie den Panzer verlassen und vor russischer Infanterie in Deckung gehen. Aber immer stiegen sie wieder ein und rollten weiter vorwärts. Der nächste Angriffstag sah weitere erbittert geführte Kämpfe vor. Die Panzer fuhren beim ersten Morgenlicht an. Nachdem sie einige Kilometer zurückgelegt hatten, kamen sie in Reichweite einer Panzerabwehrstellung, die sie schnell ausschalteten. Nachdem sie wieder angefahren waren, erkannte Knispel plötzlich eine Reihe von Panzern auf der rechten Seite, die hinter Büschen und Bäumen in Stellung gegangen waren. 3 Uhr, 800 Meter, feindliche Panzer. Wie viele sind es, Kurt? Fragte Rippel. Ungefähr 10, antwortete Knispel. Max an Moritz, wir haben ein paar Panzer für euch, folgt uns. Moritz an Max, antwortete Rubel, wir folgen euch. Rippels Fahrer hat inzwischen den Tiger gedreht,
Der Ladeschütze hatte eine Panzergranate geladen und eine weitere bereitgelegt. Als der erste Panzer aus seiner Deckung fuhr und ihnen seine Flanke zeigte, wartete Knispel einen kurzen Moment, um sicherzugehen, dass es kein eigener Panzer war, und rief: »Halt!« Der Fahrer stoppte den Panzer. Knispel visierte kurz an, dann rührte die Kanone. Der Turm des T-34 sprang aus seinem Drehkranz. »Volltreffer!« rief Rippel. Aber Knispel hatte bereits sein nächstes Ziel erfasst. Zwei weitere Treffer und zwei weitere feindliche Panzer standen in Flammen. »Max an Moritz, wir haben drei!« »Moritz an Max, lasst uns noch ein paar übrig!« Knispel schaltete noch zwei weitere Panzer aus und Rubel fügte zwei hinzu. Der letzte T-34 drehte auf der Kette und ergriff die Flucht. Aus einer Entfernung von mehr als 2000 Metern visierte Kurt Knispel kurz an. Er traf den Panzer, der Sekunden später in Flammen stand. Nach 8 Tagen ununterbrochener Kämpfe als Speerspitze gegen Feindpack und Infanteriebunker, als mobile Eingreiftruppe und Feuerwehr an den Brennpunkten der Schlacht, erhielt Graf Kageneck Weisung, noch einmal gegen eine Höhle der Löwen anzugehen und eine Lücke in die Abwehrfront zu reißen. Kageneck hatte zu diesem Zeitpunkt 8 Tiger zur Verfügung. Max und Moritz rollten erneut los. 6 weitere Tiger schlossen sich diesem Sturmlauf an. Es ging zunächst durch ein Sumpfgebiet. Die Panzer rollten an der Spitze und konnten in der Mitte der Feindfront durchbrechen. Die Infanterie zog sich fluchtartig zurück, verfolgt von den geschossenen Sprenggranaten. Sie fuhren mitten durch die russischen Panzer, die wild umherfeuerten. Der Abteilungskommandeur führte direkt neben der ersten Kompanie, etwas seitlich herausgesetzt, um die Übersicht nicht zu verlieren. »Formation einnehmen, von links nach rechts, erster, zweiter und dritter Panzer«, kam der Befehl des Kommandeurs. »T-34 voraus, Distanz 5000 Meter«, meldete der Kommandeur, der durch seine lichtstarke Optik den Feind eher erkannte. Es waren etwa 20 T-34, die in schneller Fahrt heranrollten. Etwa weitere 20 kamen noch im Breitkeil hinterher. Als die T-34 in Schussposition kamen, war Kurt Knispel jener Schütze, der einen dieser Angreifer aus mehr als 2000 Metern mit dem ersten Schuss erwischte und ihn aufbrennen ließ. Im weiteren Verlauf des Kampfes rettete er zweimal hintereinander Kameraden vor dem Angriff einiger aus der Flanke anrollender T-34. 2 weitere Panzer waren unter den insgesamt 20 vernichteten T-34, die auf Knispels Konto gingen. Einen weiteren teilte er mit einem jungen Obergefreiten, der ihm gratulieren wollte. Doch Knispel rief zurück: »Das war deiner, Helmut!« Die Infanterie hatte die Möglichkeit, sich neu zu formieren und konnte wieder in die Verteidigungslinie eingegliedert werden. Die Tiger hatten in dieser großen Schlacht im Kursker Bogen einen großen Anteil an den Teilerfolgen. Doch nachdem im Norden seit dem 12. Juli der Kampf zu Ende war, wuchs die Zahl der nach Süden eingedrehten Feindtruppen erneut an. Wir waren einfach zu wenige Tiger. 3 zusätzliche Abteilungen hier im Einsatz hätten an beiden Flanken der Front mit jeweils 2 Kampfverbänden die russischen Truppen zurückgedrängt. Knispel war immer in Rippels Panzer der Schütze. Sie rollten zum Ende der Kämpfe durch eine brennende Ortschaft, fegten Packgeschütze zur Seite und schossen alle Erdbunker zusammen. Hierbei wurden 7 Feindpanzer vernichtet. 3 gingen auf das Konto von Kurt Knispel. Die Tiger hatten ihre große Generalprobe bestanden. Dass auch die schwere Panzerabteilung 505 im Norden der Front große Erfolge errungen hatte, sei hier angemerkt. In den 12 Tagen der Kursker Offensive hatte Rippel und seine Besatzung mit dem Richtschützen Knispel 27 T-34 vernichtet. Obergefreiter Knispel war der Richtschütze aller dieser Vernichtungen gewesen. Er hielt das EK-1 und wurde im Anschluss zum Unteroffizier befördert. Diese Offensive, die letzte im Osten, hatte auch der schweren Panzerabteilung 503 schwere Verluste zugefügt. Oberleutnant Schärf, der Chef der 3. Kompanie, war verwundet worden. Leutnant Weinert wurde getötet und einige Tage später wurde auch Leutnant Baron von Rosen verwundet. 11 Männer der 1. Kompanie starben in dieser Schlacht, einige wurden leicht verwundet und blieben bei der Kompanie. Der erfolgreiche Kommandeur der Abteilung, Clemens Graf von Kageneck, erhielt das Ritterkreuz, das ihm am 4. August 1943 verliehen wurde. Kursk,
hatte den Namen von Kurt Knispel im Bataillon bekannt gemacht. Sein Name wurde zum ehrenden Beiwort für die Abteilung.